Ganz herzlich willkommen, meine Lieben. Und oh mein Gott, es ist immer noch zu laut. Das Spiel ist so laut, es ist unglaublich. So, jetzt geht's, glaube ich. Okay, nochmal herzlich willkommen. Ja, heute ist ein kleiner Wunsch von mir in Erfüllung gegangen. Genau diese Source-Mod hatte ich unbedingt mal spielen wollen, habe sie aber nicht installiert bekommen, warum auch immer. Aber die Entwickler haben sich ein Herz gefasst und heute die Mod noch einmal neu aufgelegt und veröffentlicht. Und da kann ich sie spielen, das ist schön. Und was ich noch gesehen habe, das ist von We Create Stuff. Das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal, denn die haben auch in Sound Mind entwickelt. Und in Sound Mind hatte ich hier als Let's Play, das ist tatsächlich mal eins, das ich abgebrochen habe. Denn bei Folge 3 oder 4 war tatsächlich noch ein Zugriff und auch nur für ein paar Minuten. Das hat offenbar keinen Menschen interessiert. Aber ich habe es in guter Erinnerung und bin mir sicher, das hier wird witzig. Auch wenn es natürlich total angestaubt ist. Es ist eine alte Half-Life 2 Mod, was soll man erwarten? Aber dann lerne ich es endlich mal kennen und jetzt sogar mit euch zusammen. Los geht's! Ich freue mich. Wir spielen auf Normal, nur zur Info. Okay, der Prolog. Jawohl, wir können loslegen. Super dunkel. Super hässlich. Okay, gehen wir mal hier rein. Okay, das hat mich fast getroffen. Ist gar nicht geil. Aber ich hätte ja lieber, obwohl, dafür brauche ich Strom, ne? Dann doch nicht die Kreissäge. Nehmen wir die Axt. Sehr schön. Als Force Engine. Wir können... Na, nicht alles, aber ziemlich viel kaputt kloppen. Das ist schön. Also wenn es mal nicht so gut läuft, einfach was kaputt machen. Fürs Seelenheil. Aber doch nicht so viel, wie ich dachte. Ah, sehr gut. Flaschen gehen doch eigentlich auch kaputt, oder? Ja, na bitte. Ah, aber das geht nicht auf. Na gut. Brauchen wir einen anderen Weg. Okay. Alles klar. Ups. Keller. Habt ihr gesehen, die Flasche hat nur vom Angucken sich freiwillig selbst zerbrochen. Okay. Waschmaschine, Trockenautomat, irgendwie sowas. Ziemlich rostig. Oh, machen die auch Farbe? Oh, die verhalten sich anders. Bei Half-Life 2 hat das doch einfach einen weißen Klecks in der Wand gemacht, ne? Hier laufen sie aus. Oh, interessant. Okay, da kommen wir nicht durch. Sag mal, ich bin bei konstant 60 Frames per Second, aber irgendwie wirkt das ruckelig, ne? So. Schon wieder. Ah. Da gehen wir mal mit sparsam um. Okay. Oh, es gibt ein Iron Sight. Anders als bei... Nee, hier nicht. Hm, na gut. Ah, ich brauche die wahrscheinlich, ne? Gott. Achso. Ah. Ich rede hier nur Blödsinn und bin gut drauf. Das passt überhaupt nicht. Oh, es ist gruselig. Ich habe die Hosen voll. Aber eigentlich... Ah, okay. Das ist, glaube ich, beides vom selben Dude, ne? Den hat's aber zerrissen. War wohl ein bisschen fest. Oh. Sag mal. Was fällt dir ein? Okay. Ziemlich fieses Sounddesign. Oh, offenbar habe ich gerade Energie gefunden. Und Munition.
So. Das fand ich bei Half-Life immer so ein bisschen komisch, dass ich die Waffe nach Auswahl nochmal bestätigen musste. Oh. Okay. Ich weiß, er ist tot, aber es war mir ein Bedürfnis. Er hat mich erschreckt. Ah, okay. Da muss ich hier durch. Gehst du kaputt? Nee. Okay. Und wieder Energie. Summer. Okay, Nightmare House. Es macht seinem Namen alle Ehre. Es sind Barfußabdrücke, ne? Oh, da war doch was. Oh, da ist auch was. Okay, das sind die Original Half-Life-Zombies. Es soll ja ein... Wie heißt das? Ein Refresh nicht. Reface auch nicht. Es gibt eine Neuauflage von Nightmare House. Wahrscheinlich haben die das deshalb rausgehauen, die Mod. Um sich in Erinnerung zu rufen. Ein Rebuild. So heißt das, genau. Oh. Junge Frau. Ist das hier? Ich sehe da nichts. Hm? Danke. Immer gehen hier die Böden kaputt. Immer falle ich runter. Okay. Ah. Hallöchen. Kann ich eigentlich die Waffe ablegen? Nee. Na gut. Ist das Alma? Eine Anspielung auf Alma? Ich glaube schon. Na ihr, Bushis? Ist hier mein... Ach so, das war mit Crosshair gemeint. Das Pünktchen wird eingeblendet, wenn ich die rechte Maustaste drücke. Aber es gibt keine Ironside. Gut. Okay. Oh. Sehr gut, eine Magnum. Okay. Munition sparen. Es ist relativ typisch für diese Horror-Shooter zu der Zeit, ne? Macht aber darin eine gute Figur, wenn man ein Herz dafür hat. Oh, kriege ich die? Oh ja. Sehr gut. Oh. Wer bist denn du? Er kommt nicht um die Ecke. Oh gut, dann kann ich auch die weniger wichtige Munition nehmen. Weiß nicht, ob das so sein soll. Ich habe so meine Zweifel. Gut. Ah. Okay. Oh, die waren übel, oder? Bei Half-Life? Dieser Lost City, oder wie sie hieß? Oh, ich brauche einen Schlüssel, okay. Hallöchen! Oh, so geil ist die gar nicht. Naja, gut. Machen wir hiermit weiter. So. Da hätte ich mich bestimmt zu blöd angestellt, auf dem Boden rumzuhacken und zu treffen. Auf dem Boden hacken ging ja noch klar. Oh, die füllt sich hier langsam, ne? Sehr schön. Okay. Oh. Okay. Da liegt was. Ein Schlüssel.
Muss ich den so tragen? Ja. Oh. Und Besuch. Ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Tja. Oh, okay. Er meint's ernst. So, wo ist jetzt der Schlüssel? Ah, hier. Hä? Ja, ich hab ihn hier. Ah, okay. Jetzt hab ich ihn. Problem? Haben wir ein Problem? Nein. Gut. Da hat jemand den Blutfleck verdecken wollen. Sehr notdürftig. Okay. Ah, sehr schön. Bin ich so hässlich? Okay. Man wird hier gedemütigt. Gedisst. Oh Mann. Ohohoi. Wie war das, wenn man das Rückwärtsakt spielt? Dann sind das doch Schmerzensschreie, ne? Also, so, bring mich um, erlöse mich. Irgendwie so war das doch. Ah, bin ja nicht so geil im Thema. Kann die nicht mit groß Insiderwissen glänzen. Oh, Magnum-Munition. Nett. Gut. Alles klar. Zurück gäb's auch nicht mehr. Oh, was ist denn das? Hat jemand mit dem Schrank nach mir geworfen? Das ist nicht euer Ernst, oder? Okay. Hübsch habt das hier. Was gerechnet jetzt direkt meine Taschenlampe? So. Ja. Oh, ein bisschen verpeilt, der Gute, ne? So, ist alles gut nachgeladen? Ja. Na? Ah. Okay. Also im Original war das Maximum an Munition für die Magnum 12, 18, ne? 6 plus 12 extra. Ha. Okay. Okay, und das ist das Problem mit der Magnum. Gott. Da braucht man schon einen Moment zum Zielen, was die angeht. Okay. Okay. Na dann, gehen wir runter. Okay, wir sind eigentlich noch gar nicht gestorben, ne? Fällt mir gerade so auf. Total ungewöhnlich für mich. Sag mal, die hatte mir doch die Magnum hingelegt, aber fällt ansonsten eher negativ auf. Oh Gott. Ist die mir jetzt wohlgesonnen oder eher nicht? Okay. Ist ja erledigt. Ein Träumchen. Jawohl. Leider an
total schwachen Gegner verschwendet. Wie werden denn das? So wie es aussieht, bin ich auch gerade auf dem Rückweg, ne? Das ist eine gute Idee. Hat da jemand gelacht? Über mich? Ah, es nimmt ein Ende. Okay. Nicht zu weg hier. Mir gefällt's hier nicht. Oh, ein Rot. Okay. Okay. Das war der Prolog. Kommt da noch mehr? Wäre cool. Echt? Ja, wie immer. Keeps sending you back again. It's interesting how you can find comfort in any familiar situation, even a familiar nightmare. Wake up. It's time for the real nightmare to begin. War das eine Drohung? Ist das eine Gummizelle? Ich bin wieder unbewaffnet. Chapter 1, Rebirth. Also möglicherweise ist es länger jetzt als der Prolog. Oh, Moment. Musste mich einmal enträuspern. Ah, da ist sie ja wieder. Security Alert. Area under lockdown. Ja. Please remain calm. And wait for further assistance. Von mir aus? Hm. Ah, Taschenlampe. Security alert rescinded. Lockdown removed. Oh, gut. Da war wieder das Mädchen. Also ich soll die Kaffee... Da war wieder jemand. Taria und dann die Küche. So, was haben die hier? Cafeteria. Security alert. Patient leaving cell block without escort. Security and medical staff proceed to the cell detention area immediately. Ach, es waren nur Stiefel. Ich dachte, es waren die Füße. Trotzdem irritierend. Hm. Alles klar. Das wird die Küche sein. Ist das die Überraschung? War der Koch so schlecht? Ja, ihm war zumindest schlecht. Oh, wisst ihr noch mit dieser Gravity Gun? Diese Dinge aufheben, damit die Viecher töten. Oh, fuck.
du Sack! Okay, weiter geht's. Okay. Danke. Das ist ein Pfeil. Nee, doch nicht. Oh, Moment, da war doch ein Gang, der verbrettert war. Kann ich mich doch bestimmt durchhacken. Da, genau. Ich sollte mich beeilen. Gut. I see you found my axe. Ja. God knows how it found its way out here, but you should consider it a blessing. You have no idea how much you're going to need it. Things have gotten pretty ugly here. I wish we could continue this pleasant conversation, but you better keep moving. I'm unlocking the doors for you. Danke dir. Also ich sollte mich beeilen und er schließt die Türen für mich auf. Ganz zauberhaft. Hä? Ah, cool. Wozu ist das gut? Ah. Aber der geht hier nicht mehr weiter. Doch. Gut. Ah ja, sehr schön. Jawoll. Oh, Licht. This is a security checkpoint. An inspection is required to proceed past this area. Please remain calm and await the nearby security staff. This is a standard procedure. Da war ein Auge, oder? Warum war da ein Auge? Sina macht Auge? Kennt das Sina? Ich finde den echt ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, das ist ein Funzkerl und der ist ziemlich clever. Aber anstrengend. Was heißt aber? Das steht sicher nicht aus, ne? Eigentlich und anstrengend. Egal, ich mag den. So. Hallo, hallo? Hm. So, was soll ich denn jetzt hier machen? Hier irgendwas drücken? Im Zweifel kaputt hacken, ne? Das wäre so meine Lösung. Ah, hier. Sehr cool. Warum ist das zu? Wer bist denn du? Are you picking this up? Good. First, allow me to introduce myself. My name is Dr. Romero, and like you, I'm stuck in this hellhole. There's been complications, and as a result, we're cut off. It's just you and I here, all alone, in a manner of speaking. Good news is, I've heard that they're sending him. God damn it, I'm losing you. Look, I'll explain everything when you get to me. I'm unlocking the elevator doors for you. Just keep it fancy. Statt wieder das Mädchen, ne? Oh. Meine Taschenlampe geht nicht. Ich komm mal zu dir. Das ist Quatschen. Ja. Ich bin immer noch nicht sicher, ist die mir wohlgesonnen oder nicht? Oder vielleicht hat sie auch einfach keine Meinung zu mir. Hm, könnte ja sein. Exposure. Wie viele Chapter hatten das? Scheint schon mal länger zu sein als der Prolog jedenfalls. Und ich glaube, genau das habe ich schon mal gesagt. Ups.
raus? Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, dieser Ort mag mich einfach nicht. Ich höre mal dem Blut nach. Oder auch nicht. Dann eben dem Blut nach. Oh, die haben hier eigene Zombies. Gut. Mit dem habe ich schon mal ein Commitment geschlossen. Hope Hospital. We are taking great care to ensure the comfort and tranquility of our patients. You can find the vending machines and television sets in all waiting areas. Please enjoy them as you wait. Oh ja, ein Ort, wo man sich so richtig wohlfühlt. Hier ist man gerne und kommt gerne wieder. Wie zum Beispiel dieser Wiedergänger. So wie ein Huhn. Okay. Oh, Taschenlampe. Erstmal wieder refreshen. Oh, den hätte ich noch nicht nehmen sollen. Egal. Hi. I'm seeing you on the camera. Hi. I only have limited access to the security channels around here, but I'll do my best to keep track of where you are. Hold on, let me get those doors open. All right, keep moving ahead and try to ignore the mess. You are now entering the radiology department. Sure. All cell phones and electronic devices must be switched off in the designated areas to avoid interference with vital medical equipment. Thank you. Also wenn ihr da mal bitte eure Rechner, Fernseher und Handys ausmachen könntet, das ist wichtig. Hier war ich doch schon, oder? Ja. Ah, Munition. Und Energie. Brauche ich tatsächlich einfach nicht. Kann ich aber mal mitnehmen, falls ich sie brauche. Hä? Ich könnte sie eventuell gleich gebrauchen. Hallo? Ah. Darf ich gehen? Danke. Okay, MRT. Wo soll ich damit hin? Ich lasse die mal hier liegen. Ich habe noch keine Ahnung, wofür ich die brauche. Oh, vielleicht sollte ich sie doch wieder einsetzen. Ich brauche wahrscheinlich eine neue. Ah. Ist hier eine neue? Ich könnte auch einfach einen Eisenstab reinstecken, oder? Er braucht schon Sicherung. Ich will ja... Nee, ich will da doch nicht durch. Das ist so ein Gas. Das fehlt gerade noch. Gut, ich brauche eine Sicherung. Oder... Nee. Was war das schon wieder? So.
können wir mal so ein ist das hier? Medikamenten Big Pack reinstecken. Okay. Gehört nicht zu meinen besten Ideen, wie es aussieht. Da muss ich nochmal zurück. Irgendwo muss eine Sicherung sein. Ah! Ja? Hat er geklopft? Und wo? Oh! Hallo, Doktor! So ein armseliger Auftritt. Oh, fuck. Setz dir erstmal ein, damit das Thema erledigt ist. So. Ja, sehr geil. Ein etwas überdimensionierter Magnet. Da geht's weiter, ne? Alles klar. Ha. Das war witzig. Das sehe ich cool. Coole Idee. War sie wieder, ne? Und auch da wieder dieses komische, grüne, neblige Zeugs. Und ein Gas. Ja, alles zu. Das. Ah. In your head. Zombie, genau. Warum kann ich nicht mehr schnell laufen? Ah. Mach's gut, Doc. Dank Rollstuhlmobil. Hey, ich habe hier gerade echt Spaß. Gefällt mir. Okay. Ja, wir sind nicht allein, aber die einzigen wohl noch im engeren Sinne Überlebenden. Kippt er irgendwann von alleine um? Nee. Gut, wo muss ich hin? Jungs, ihr habt mir das gar nicht gesagt. Ah, hier war ich doch schon. Ah, okay, hier muss ich lang. Nicht auf diese Tour. Was ist das?
Wo bin ich hier? Irgendwer hat mich hergebracht. Ich nehme meine Pistole. Ja. Oh, ich habe sogar richtig viel Schuss. Geil. Oh, gehen hier leider nicht auf. Okay. Never Lose Hope Hospital does not allow patients and visitors into its maintenance sections. Only trained members of staff. Untrained staff or patients entering these areas run the risk of electrocution, severe burns, coughing fits, and potential limb loss. Please turn away now. Yes, I am talking about you. Sehr geil. Also ich bin unqualifiziertes Personal und soll gehen. Das hat sie allgemein adressiert, aber nochmal betont, ja, sie meint mich. Also entweder ist es eine ziemlich fortschrittliche KI oder hier lebt noch jemand. Aber echt abnormal viel Energie bekommt man hier, ne? Warum? I lost track of you for like 30 minutes. No idea what happened, but I'm glad you're back. Look, I know you can. Ich liebe dich auch. She wants something from you. Just be careful. The rest of the hall is blocked by rubble. Let me think. Oh yeah, go back to the laundry room. If I'm right about this, there should be an air vent behind the third washing machine. Go check it out. In den Lunchroom, das klingt gut. Da gibt's hoffentlich zu essen. Und ich habe gerade gegessen. Aber ich da regelmäßig. Da nehme ich mir regelmäßig vor, weniger Fleisch zu essen. Was gab's heute? Kartoffeln und Bratwurst. Sehr gesund. Sehr. Tierfreundlich. Was geht ab, Dude? Ah. Bist du denn qualifiziertes Personal, dass du hier sein darfst? Ich hab da so meine Nach? Wie wollte ich den Satz denn beenden? Meine nachhaltig fortbestehenden Bedenken. Ja. Das klingt wie von einem Oberdulli. Das kann von mir sein, ja. Gut, wo soll ich jetzt hin? Ich hab gerade irgendwie den Faden verloren. Hier? I see you're stuck. Ja. Like I said, the air vent should be behind the third washing machine in the laundry room. Okay. Siehst du, der hat sich das schon gedacht. Ups. Hinter der dritten Waschmaschine. Von wo aus gezählt? Ach, hier haben wir es doch. Gut. Ach, es war nur eine Leiche. Kein Grund zur Sorge. Leichen schwimmen häufiger mal durch Belüftungsanlagen. Das kommt vor. Menschen leben, Menschen sterben. Manchmal auch in Belüftungsschächten. Wenn einer mal muss, hier wäre jetzt die Gelegenheit. Ich war zu lang. So, und du kannst auch weitergehen. Was war das? Wer hat mir denn gerade eine verpasst? Pass ich da durch? Nee. Bin zu fett. Ah, Alma, warte doch. Ich bin's, der... Ja, wer bin ich überhaupt? Ich bin der Typ. Mit der Axt. Okay, jetzt weiß ich, warum sie wegläuft. Schon wieder. Ah, wieder meine Sicherung. Und noch eine Sicherung. Wo soll die rein? Hier. Achso, ich muss die alten jetzt mal rausziehen.
So, da hatte ich auch schon die zweite gesehen. Hier. Und eine fehlt noch. Aber wo? Nee, das ist einfach nur... Ah, hier? Oh! Ich habe Licht gemacht. Wie so ein großer. Okay. Stirb doch mal. Wie ungeil. Soll ich mal die andere Waffe probieren? Kann man den überhaupt töten? Please stand clear. Ja, endlich. Okay, wo will ich denn hin? Eigentlich hier, aber das war zu erwarten, ja. Also. Das ist doch bestimmt dieses Gruselmädchen, das mich hier ständig haut. Eine Taschenlampe geht nicht. Komm mal her, du Licht. Ja. Ich will hier hoch. So. Da war ein böser Mann. Ah, mein Licht geht wieder. Gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, hier. Gleich nochmal. Oh Mann. Ich sehe echt kaum was. Okay, das kann weg. Ah, das sieht gut aus. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Ich will da wieder rauf. Ich will nicht alles nochmal machen. Ah, es hat geklappt. Okay. Meckern hilft auch manchmal, wie es aussieht. Gut, gut. Das ist schon geil. Also, schönes Spiel. Richtig ideenreich. Macht Spaß. Aber warum geht's jetzt hier nach unten? Ich will hier raus, verdammte Axt. Ah! Okay, der hatte mich. Junge. Ah, Tür. Tür ist gut. Du bist nicht so gut. Dankeschön. Alles klar. Tja. Ich komme trotzdem rein. Denkst du, das schreckt mich ab? Bring deine Sachen durcheinander. Mach sie. Oh. Oh, sorry, Bro. Gut, wir gehen weiter. Mädchen.
Wir haben uns noch gar nicht richtig kennengelernt. Wie ist dein Name? Wollen wir mal einen Kaffee trinken? Oder so? Isst du gerne Chinesisch? Oder Thai? Oder mal so richtig schöne, bodenständige italienische Küche? Es ist auch was ganz Feines. Mehr braucht man eigentlich nicht. Hast du Bock? Okay, also, ja, also, ganz unverbindlich. Von mir ist auch einfach nur ein Kaffee. Oder... Glas Wasser. Mein Gott. Ich kann auch erstmal nur telefonieren. Das ist, Ja, mein Browserverlauf, ich weiß, der ist ein bisschen grenzwertig, aber hey, ist. Wer denn nicht? Also. Okay, du willst nicht. Verstehe. Da will ich ja eigentlich nur noch lebend raus. Das würde mir reichen. Die Tür, die nicht aufging, auch noch weg. Irgendwas läuft hier komplett verkehrt. Oh, es wird immer enger. Ich weiß nicht warum, aber wir leben noch. Gut. Operation. Die operieren hier offenbar auch direkt am Empfang. If you require any assistance, please contact a nurse at the nearest nursing station for more information. Wir haben lang nichts mehr von unserem Kompagnon gehört, ne? Na gut. Wer seid ihr? Oh, ihr tut mir weh. Von hier sieht man das. Achso, das ist einfach nur Scheibenbelag. Da ist gar kein grünes Gas. Ja, gut. Echt? Wahrhaftig. Was ist? Access to private rooms of patients in this section is prohibited without proper authorization. Please contact the main desk for details and booking arrangements. Ach du, es ist mir so egal, was ich hier darf und was nicht. Euch ist das ja auch. Nicht wahr? Hier ist jemand tot und schon gar nicht mehr da. Null Linie. Interessiert das eigentlich jemanden? Achso, hier sind ja wieder die Aufzüge. Gehen die denn jetzt? Nein, okay. Ich hab's versucht. Vielleicht sollten wir reanimieren. Brachte nichts. Oh. Gott, zweimal daneben gehauen. Das ist ja schon peinlich.
Ihr habt nur einen Arm, ihr seid arm dran. Arm ab, also einen Arm dran, ihr wisst schon. Okay, der ging in die Hose. Hi. Er wollte bestimmt nur eine digitale Rektaluntersuchung machen, aber hatte ich keinen Bock drauf. Ach ja, und da war ein Zombie, aber das war nicht das Hauptkriterium. Ah, hier geht's weiter, ne? Und wieder kommt mir ein Rollstuhl zur Hilfe, wunderbar. Das hat direkt mal ein bisschen geschadet. Ich gehe erstmal rüber. Ist hier denn noch was? Irgendwer hat mich schon wieder gehauen. Oh. Warum geht's hier? Was? Moment. Problem? Es wird immer kürzer. Oh, okay. Nett. Ich habe kein Licht mehr. Was macht man jetzt daraus? Hilfe! 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 Okay, das war ja super schlau, Munition zu verballern. Schon wieder geändert. Geil, ich sehe ja gar nichts mehr. Ich bin nicht allein hier drin. Ich laufe gerade mal die Wände ab in der Hoffnung, dass ich... Ja. In Ordnung. Welche Tür? Ja, ich kenne mich aus. Nur zu. Haut rein. Ja. Da nichts hier hinterher. Don't try anything funny. I've got my eye on you. HQ, come in, HQ. What the hell? Oh, I'm getting a static. Communications were fine a few minutes ago. I don't know who you are or why you're here, but there's no time for introductions. We're on a search and destroy mission. Join us and maybe we'll have a chance of getting out of here in one piece. Sir, I think I saw something. All right, ladies, let's move. In einem Stück? Wir sind aber fünf Stück. Wo soll ich denn hin? Ich weiß doch auch nicht. Die meiste Zeit war es dunkel. Und ich wurde angegriffen. Und ein Mädchen war da. Oh, ich, hab die als einzelne Symbole angezeigt bekommen. Muss ich aufpassen, dass die überleben? Soll ich auf Spezialkräfte aufpassen? Ja, was dachtest du denn? Hier wurde...
Oh, sorry, dude. Gibt's ja auch ein paar nette Sachen. Nur Fackeln. Das könnte bedeuten, dass es hier bald dunkel wird. Dann haben wir ein Problem, Leute. Ah, schön. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Ich hatte gehofft, einer von euch. Ja, eine Birne ist kaputt gegangen. Mindblowing. Quiet. Okay. Sind andere Sachen gewohnt. Okay. Nächstes Problem. Ja, wo ist Johnson? Hat das Mädchen ihn? Dann hat er jetzt ein Problem, weil die mag nur mich. Euch findet die doof, glaube ich. Ist doch nix. Okay, was seid ihr denn? Ja, dann lass uns laufen. Oh, okay. Ich habe ein Problem. Okay. Das war wohl so der Abschnitt für die Counter-Strike-Freunde. Dass die hier auch mal kurz auf ihre Kosten kommen. Yo! Okay. War das andere Chapter nicht auch schon Chapter 5? Hm. Ja, vermutlich nicht. So, den Sprung muss man natürlich noch kennen, ne? Springen, ducken, reinrutschen, ne? Ich habe kein Licht mehr. Pyrotechnik. Hm. Ah, sehr gut. Geht's na, da geht's raus, oder? Nehmen wir gleich eine neue Fackel mit. Okay. Oh, fuck. Alles klar? Ja. Oh, er brennt. Sehr gut. Hör auf, dich zu wehren. Ich sehe nichts mehr. Hier? Ich habe ja gelernt, dieses rote Licht sei ganz günstig, da sich die Pupillen nicht erweitern.
dann ist man nicht so geblendet. Und es strengt die Augen auch nicht so an. Im Moment finde ich es aber gerade extrem unpraktisch. Na, hier ist doch irgendwas. So. Nichts wie raus hier. Danke! Ah, okay. Ich komme hier... Achso, muss hier nochmal lang. Hä? Gerade komplett lost. Ich komme hier nicht also dort rein. Dann nach links. Dann nach geradeaus. Nee. Oh Mann. Was? Wer war das? Ach, hier sind noch Fackeln drin. Gut. Ah, so war das. Okay, es ist für alles gesorgt. Selbst für Leute wie mich. Sehr gut. Na, komm mal lieber mit. Wer weiß. Burp. 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 So. Okay, es hat freiwillig nachgegeben. Der Klügere geht nach. Das ist eben so. Gut. Oh, fuck. Okay. Oh, gut. Ja, bitte? Was? Thank you for participating in this fire drill. If it was a real fire, you'd be dead by now. Ach ja. Danke für die Lektion. Ah, wie praktisch, dass überall gleich Fackeln liegen. Aber irgendwie reicht das hier noch nicht. Ah, jetzt. Geht. Okay, das geht, glaube ich, nicht ab. Nee. Aber da! So. Ist hier noch irgendwas? Nee. Doch, da unten. So, dann komm schon mit, Fackelchen. Mann, okay. I had a feeling I'd find you around this area. Have you heard the good news? Nein. Help has arrived. Ja. There is a helicopter patrolling the area outside this hospital as we speak. The only problem is, my transmitter is being blocked by radio equipment inside the hospital. I'm not in the position to contact them by light signal either. Let me think for a second. Oh. You've been through the surgery area, correct? Yeah. Then you're really close to the radio room. Get there and shut off that equipment. Then we'll be able to contact them and we can get the fuck out of here. Alles klar? Schon wieder diese Figur. Und sie ist nicht allein. Hehe, okay. Schön responsiv. Dann macht es doch Spaß, sie umzuhauen. Aber stand hier nicht noch eine vorhin? Das ist spooky. Achso. Okay. Was? Bist du der Anführer? Oh.
Ich frag nur. Wer bist du? Okay. Das ist ja gar nicht gruselig. Ja. Oh, sie sind weg. Das ist bestimmt eine gute Nachricht. Die Tür geht von alleine auf, ja. Das machen gute Türen so. Oh, an solchen Tischen hatte ich noch gearbeitet. Im Mikrobiologie-Seminar. Gott, waren wir schlecht ausgerüstet. Ich habe das genau gesehen, dein Skelett. Ah, geh beiseite. Achso. Dass man da immer mal wieder eine Klatsche bekommt. Einfach mal so völlig random Batsch. Da steht einer. Ist das, wie hieß er? Reynold oder so? Der verloren gegangene? Da? Gut. Er wird seine Gründe haben. Ah. Das war gut, okay. Seltsam. Junge. Okay. Oh, hier ist der Echte. Was machst du da? Kind? Wie wurde das bei 4-1 genannt? Kampffressen, ne? Oh. Okay. Ich wollte die Fackel anmachen. Irgendwie. Ach, scheiß drauf. Stimmt einfach nicht. If you have any problems, trouble or sudden aching pains, endlich. Contact our nurses at the nearest nursing station and they will be happy to help you along your way. Oh fuck. Schon der nächste. Tja, ich kann auch operieren. Bisschen grob und nicht sehr sauber, aber effektiv. Oh, fuck. Gut. Wieder drei Probleme gelöst. Na gut, weiter hoch. Na bitte. Und mein Freund, die Axt hilft uns weiter. Transmission. Hallo, hallo, hallo. Ich bin in Gefahr. The console is locked. Find another way to shut it down. Na gut. Wie soll ich das machen? Keep out.
Soll ich mal probieren? That gas is combustible, but the container is insulated, so the current's not going to ignite what's inside. Okay, probieren wir den mal aus. The container is empty. I'm not sure it's going to get the job done. Ja gut, dann habt doch auch mal eine Idee. Soll ich dagegen pinkeln? Was kann man denn noch nehmen? Tja, mehr haben wir auch nicht. Verarzten vielleicht? Oh, da passiert nichts. Interessant. Yeah, the gas can might just do the trick. It's all sealed up tight though. See if you can get it open. Ach so. Ah. Jawoll. Sehr gut. Ja. I should be able to set a transmission within a couple minutes. You better get out of there. The whole place is on fire. Ach, super. Ah, okay. Ich hab Aua. Oh. Warning. Fire alert in maintenance area B. Geil. All staff, please evacuate area immediately. This is not a system test. Alles klar? Shit. Ah, hier. Gut. Okay. Oh. Und jetzt? Okay, die kann das, glaube ich, ab. Okay, können wir jetzt so langsam mal hier raus? Okay. Hier nicht. Hier nicht. Aber eine Menge Leichen. Hallo Schwester. Hallo Schwester 2. Hallo Mädchen. War das alles von mir? Ich wieder. Ach ja. Ja, ich habe ihn schon gefunden.
Oh Mann! Es hat wirklich vier Vibes. Das ist schon geil. Also. Loading Bay Gate now opening. Please stand clear. God, it smells. Kommen wir hier durch? Nee. Da kommen wir auch nicht durch. Was habt ihr davon, wenn ihr mich zum Führer macht? Ja. Der schon wieder. Mach den mal tot, bitte. Danke. Oh. Ihr seid ja Freund. Nicht Feind. Ihr seht so feindselig aus. Seid mal freundlicher, dann schieße ich auch nicht auf euch. Die sind simpel designt, aber sehr effektiv. Ja. Muss mal kurz aufladen lassen. Tja, hier ist zu. Wie gesagt, es kann gerne jemand von euch die Führung übernehmen. Das könnte mehr bringen. Ja. Ja, klar. Ruht euch aus. Hier das? Ach, da rüber. Komm ich denn da hin? Ah. Cool. Alles klar. Hallöchen. Moment mal. War das vorhin schon so? Egal. Also. Ich dachte schon öfter, ich erwähne es ja auch öfter, wenn man so einen Hausgeist hätte, der so ein bisschen rumspukt, aber einem eigentlich nichts tut, der hätte ich schon Bock drauf. Ja, ihr könntet ja auch mal was tun. Achso. Ja, dann schub mal die Bitch auf. Das hätten wir von Anfang an haben können. Ist mir doch egal. Wohin denn? Hier vielleicht? Ja.
So, komm, lass uns weiter. Was hat's denn für einen Sinn? Mir doch egal, ob ihr alle drauf geht. Ihr seid alle Arschlöcher. Schickt immer mich vor. Muss mich durch dreckige Gänge zwängen. Wird terrorisiert von Monstern. Hab Wahnvorstellungen. Tja, schade, ihr habt überlebt. Naja, wir alle machen Fehler. Wozu? Was war das? God damn it. What was that? Are you okay? Pups. I just got a sudden headache. My vision's kind of blurred. All right, just hold on. We're almost out of here anyway. Das denkst du. Aber ich sehe gerade, ich habe 27 Schuss mit der Magnum. Ja, ich vor, ne? Ja, natürlich. Ich bin ja voll der Insider. Hier, ballern. Ah, jetzt geht die mal. Sehr gut. Okay, doch nicht. Na gut. Ja, stimmt. Horror-Movies passiert immer, was man sich aufteilt, ja. Wo denn? Ach hier. Okay. Loading Bay Gate now opening. Please stand clear. So, dann lass uns. Hey, thanks, nice lady. Ja, nun komm. Okay, that should do it. Ja. Now let's get back to the others. The less time I spend alone with you, the better. Wieso? What is he doing? Just stop this. You misled us. We're never going to get out of here because of you. What in the world is he talking about? Ja. Calm down. There is nothing here. We gotta do something. Monster, you might have got my commander, but you are not taking me with you. You're not yourself right now. Get ready. We might have to react if this turns violent. It's all your fault. It's all your fault, you son of a bitch. I'm not gonna let you do it. You don't want to do this. This isn't looking good. Get ready to shoot. And now turn around. That was a close call. Thanks for your help. It's this place. Obviously, the target is more powerful than we thought. We need to get out of here before things get any worse. There was nothing else we could do. Ich wollte nicht töten. Ich wollte. Ich wollte ihm die Waffe wegschießen. Ja, wo wollen wir jetzt? Waren nicht irgendwelche Tore offen? Ach, das war das Tor, ne? Okay, gut. Ich sehe keinen. Ah doch, okay. Natürlich. Der lebt ja immer noch. Okay, jetzt haben wir's. Kurz regenerieren und weiter geht's. Was ein Blutbad. Sag mal.
Oh, meine Energie. Wird jetzt tatsächlich mal ein bisschen ernst. Ja. Jetzt brauche ich ein Verbandpäckchen, bitte. Für meine blutenden Wunden. Natürlich. Ja. Zum Glück habe ich nicht den mit der Schrotflinte erschossen. Wie alt bist du denn? 19? Gut. Brauchen wir. Aber es ist wirklich so ein bisschen 4 auf Source Engine, ne? Ich bin schon dabei. Dann lass uns mal hoch, Bubi. Oh, das ging schnell. Gut. Dann ich zieh hoch. Wie wär's denn dummer vorgehst? Ah, hier wärst du wieder gebraucht. Wo bist denn? Ah, okay. Schneller als das Licht. Oh, ich freu mich so. Wir können gleich raus. Ist das nicht geil? Wir können hier mal einen Brand setzen. Habe ich jetzt gar nicht gedacht. So. Alles klar. Darum lagen auch in diesen ganzen hellen Räumen die Fackeln. Ich Idiot. Ich hätte so viele Gegner einfach verbrennen können. So. Oh Mist. Was ist so schlimm an einem Happy End, ha? Yeah. This is it for me. This mission went to hell real fast. This hospital has been abandoned for a while now. Some things happened here. People went missing. They just covered it all up. However, not so long ago, they detected something beneath the hospital. A pulse. And then it
this time. He's got nowhere to run. My squad and I, we were sent here to track him down. The man responsible for all of this. His name is Dr. Romero. Find that asshole and waste him. Good luck. Okay, das soll ich jetzt hin, oder was? Ist das nicht furchtbar weit weg? Okay, also er scheint der Grund für all das zu sein. Und ich habe jetzt die Wahl, einfach zu gehen oder ihn zu töten. Ich meine, der Ort ist komplett im Arsch. Ich würde einfach gehen. Was? You are now leaving Never Lose Hope Hospital. We hope you had a pleasant and an enjoyable stay. Don't go out. Das sollte ich ernst nehmen. Ich glaube, dann nehme ich ihn mir doch mal vor. Da ist ja noch immer dieses Mädchen, das mir bisher nicht wirklich was getan hat. Und ich glaube, die hat ein Problem damit, dass ich ihn hier ziehen lasse. Und das würde ich jetzt tatsächlich doch ernst nehmen. I do not wish for you to see me like this. Please leave now. Tja. Aber ich habe irgendwie... Achso, ich soll noch mal weiter in den Fahrstuhl. Na, wenn ich ihn beseitigen will. Dann mache ich das jetzt. This area is restricted to senior level staff only. If you do not have the proper authorization, please leave immediately. It's for your own good. Okay, hiervor warnt sie mich jetzt aber auch, ne? Ach, ist das kompliziert. Was ist das da? Schauen wir uns das mal an. So eine Art Mech. Ja. This is the core, my life's long work. It's beautiful, isn't it? Ich weiß nicht. It's important to me, and I'll go as far as needed in order to achieve my goals. I've made some mistakes, sacrifices, my loved one, and even I myself, but I have to continue. There is no turning back now. I'm afraid I can't let you interfere. It's protecting me, you see, keeping me safe from her. Therefore, I have to send a few friends to keep you company. Let's see how long you can last against them. Ja, lass mal sehen. Ich bin da sehr optimistisch. Was ist denn das da hinten? Da leuchtet was. Kann ich... I am going to kick your ass with science.
Science, of course. Du trittst meinen Arsch mit Wissenschaft, okay? Also quasi kinetisch. Sollte halt. Nein. Der Widerstand ist noch relativ niedrig, ne? Ah. I can do this all day. Ich auch. Gar kein Problem. Ah doch, da musste ich doch was machen, siehst du? Ich habe keine Ahnung. Okay, was ist jetzt zu tun? Ich hab keinen Plan. Oh, Moment. Ah. Interessant, das geht kaputt. Ja. Ich mach dein Spielzeug kaputt. Ah, das ist Energie, sehr gut. Das bringen wir jetzt zu Ende. Gut. Warum nimmst du da auch Holzplanken für, du Trottel? Ach, da außen sind auch noch welche. Oh, das Schild ist wieder an. I'm not gonna let you keep doing that. Time to send you somewhere else. Into your own head. Bon voyage. Was heißt das? Oh, danke. Oh, that can't be. Doch, das kann sein. Sie ist hier. Stop it! You can't even imagine what will happen if this whole thing falls. Ist mir so scheißegal. Jetzt zieht's jetzt durch. Swear to God. The core is the only thing stopping her from getting here. You can't destroy it. Okay, ich bin also gerade ihr Instrument, ne? Sollte mir vielleicht doch kurz zu denken geben. Okay. Problem.
Ah, gut. Ah, hier schon wieder. Das war ein Spiegel, okay. Tür. Wir wollen zur Tür. Und nicht irritieren lassen. Hat alles seine Richtigkeit hier. Oder auch nicht. Doch, das kann sein. Ich verstehe es ja auch nicht, aber Junge, wir müssen da jetzt durch. Ach, Klappe. Ich hab eine Axt. Du hast Holz. Ist mir egal, sie hilft mir auch, also was soll's. Zeig her, ich bin bereit. Oh, ich bin nicht mehr so bereit. Die ist gut. Nö. Okay, wir hatten aber kurz die Erinnerung, dass wir völlig im Arsch waren auf dem OP-Sitz, Tisch. Und munter zerpflückt wurde. Könnte Bedeutung haben. Und wieder lege ich hier. Well, what do you know? It's still operative. I guess I won. I guess not. Oh, shit! Emily. Emily, my love, it worked. You're back. I'm sorry for everything that's happened. I'm sorry for everything I had to... No! No! Aber absolut hier, ne? Gerne. Oh Mann, war das ein Ritt. Oh Mann, war das geil. Sehr schön. Also der Prolog war ja noch so ein bisschen wow, aber schon ganz originell. Aber Nightmare House 2 ist ja wohl der Burner. Ich freue mich wahnsinnig darauf, dass die daraus wieder was machen. Oh, ist das cool. Jetzt genießen wir die Musik. Ich halte schon mal den Mund, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.